So, guten Tag, meine Damen und Herren. Heute ein besonderes Thema. 92-Jährige vom Jahrgang 1925 unterhalten sich über ihre Erfahrungen im letzten Krieg. Ich unterhalte mich mit Gerhard Baudach. Ja. Gerhard, in deiner Lebensgeschichte hast du gleich auf Seite 1 geschrieben, was ein Mensch alles verkraften kann, ist unglaublich. Ja. Und darüber werden wir ja jetzt sprechen. Ja. Und über uns müssen Schutzengel gewesen sein, dass wir das alles überstanden haben und uns hier noch unterhalten können. Ja. So, diese Geschichte im Krieg fängt an. Du bist mit 14 Jahren aus der Schule gekommen, hast dann einen Beruf gelernt. Ja. Und nach Beendigung deiner Lehrzeit bist du zum Arbeitsdienst eingezogen worden. Ja. Das war bei mir auch so. Ja. Und zwar war es ja beim Arbeitsdienst immer so, eine Woche wurde exerziert und eine Woche wurde gearbeitet. Und dieses Exerzieren, also die Bedingungen im Arbeitsdienst waren ja sehr hart, also jedenfalls bei mir. Und da wurde uns schon eingebläut, alles, was in der Wehrmacht nachher auf uns zukommen kann. Und ich empfand persönlich den Arbeitsdienst als härter als die Rekrutenzeit. Ja, das stimmt. Bei dir auch, ja? Ja, das stimmt. Und wir haben Wiesen entwässert und ich war in Polen im Arbeitsdienst, in Turek, im Warteland damals. Und da habe ich ein eigenartiges Erlebnis gehabt, das mich zum Nachdenken gebracht hat, was ich dann aber wieder abgelegt habe. Wir haben Ausgang gehabt und sind spazieren gegangen. Und wenn uns auf der Straße Polen entgegenkam, die gingen von der Straße runter an uns vorbei. Ich nehme an, dass das irgendwie so angeordnet war. Ja. Das hat mich irgendwie bedenklich gestimmt. So, und nun war es ja so, wenn die Arbeitsdienstzeit zu Ende war, dann kamen so besondere Kommissionen. Und das ist ja in Bezug auf deinen Lebensweg ja. so ganz besonders wichtig, ja. Ja. weil das ja eine Situation war, die eigentlich so nicht vorstellbar war. Ja. Ja. Ja? So, vielleicht kannst du darüber gleich mal was erzählen. Ja, im Arbeitsdienst haben wir auch schon gar nicht mehr gearbeitet. Im Arbeitsdienst haben wir nur so eine Gewehrausbildung, also wir hatten da so eine 1,5 Meter langen österreichischen Gewehre und damit wurde erstmal Schießen probiert oder sollten wir lernen. Ja, und dann der weitere Weg war ja, dass im Arbeitsdienst auch viel Werbekommissionen von der Luftwaffe, von der Marine und auch von der Waffen-SS kamen. Ja. Und wie die Waffen-SS kamen, dann mussten wir alle in den Speisesaal und wurden gefragt, wo willst du denn hin oder so ungefähr. Man musste natürlich auch die einigermaßen Größe dafür haben. Und ich wurde dann gefragt, und wo willst denn du hin? Ich habe gesagt, zur motorisierten Artillerie, habe ich mir so vorgestellt. Sagte, haben wir bei uns auch. Und unser Arbeitsdienstkommandeur, der hat gleich die Namen aufgeschrieben, wo die Musterungs- oder die Werbekommission von der Waffen-SS gesagt hat, haben wir auch. Und so ging das. Und da hat er also praktisch deinen Namen gehabt in der Liste ja. und hat dann hintergeschrieben, Waffen-SS. Ja. Ohne dass du groß gefragt wurdest. Ja, ich wusste, dass das die Waffen-SS war. Also die Werbe, ja, die da aber, waren. Aber du wolltest ja eigentlich, und du hattest geäußert, ich möchte zur Wehrmacht, zur motorisierten Artillerie. Ja. Ja, nun ging das Spiel aber weiter. Die Werbekommission war weg. Und wir haben gedacht, naja, das verläuft alles so im Sande. Und eine schöne Sache war, kamen ein paar Mercedes vorgefahren mit Ärzten von der Waffen-SS und der Musterungskommission. Und wir wurden alle nochmal aufgerufen, die der Abteilungskommandeur aufgeschrieben hat, und wurden gemustert. Wir mussten da rein
und kriegten auch diesen Tag gleich einen Annahmeschein. Und seit diesem Tag waren wir Angehörige der Waffen-SS. Mhm. Wir haben uns natürlich alle ein bisschen blöde angeguckt, weil damals, wir wussten ja auch, dass die Waffen-SS eingesetzt wird, wo es immer am brenzligsten ist. Und jedenfalls hatten wir ein bisschen Schiss, dahin zu gehen. Mhm. Aber wir waren ja nur ein ganzer Haufen, der dazu auserkoren waren. Und das hat uns dann auch ein bisschen beruhigt. Naja, und dann wurden wir, also seit dem Tag waren wir schon Angehörige der Waffen-SS. Mhm. Und als wir zurück nach Hause kamen, entlassen wurden, mussten wir uns ja beim Wehrmeldeamt zurückmelden. Und dann, ich bin auch zum Wehrmeldeamt und da haben die gesagt, wo wollen Sie denn hin oder sind gemustert? Ich sage, wir sind von der Waffen-SS gemustert worden und auch angenommen. Ja, haben sie also gut, kann nach Hause gehen, die Waffen-SS, die holt euch so bald wie möglich. Also Gestellungsbefehl ja. Dann. Aber ich hatte Glück, ich war noch über 2 Monate zu Hause, ehe ich eingezogen wurde. Und in diesen 2 Monaten waren schon Kameraden vom Arbeitsdienst, die zum Heer gegangen sind, kam schon gefallene Meldung nach Hause innerhalb von 2 Monaten. Die kamen dann, ich weiß noch so als Beispiel nach Freudenthal, kamen welche zur Infanterieausbildung da. Die haben Gewehr in der Hand gekriegt, eingekleidet und ab nach Russland. Und in den 2 Monaten kam schon gefallene Meldung nach Hause. Wo du noch praktisch in Urlaub warst? Da war ich in Urlaub noch zu Hause. Das war mein erstes Glück bei der ganzen Sache. Ja. Ja, und dann wurde ich dann später, nach 2 Monaten, einberufen nach Brünn, SS-Lager am Kuhberg. Da wurden wir eingekleidet, haben Gewehre gekriegt, Gasmaske und so weiter. Und kamen dann nach ungefähr einem Monat mit einem Sonderzug nach Belgien auf den Truppenübungsplatz. Und auf diesem Truppenübungsplatz, da waren schon Haufen Kameraden, wenn man so sagt, da. Und da hat man angefangen, die Division aufzustellen. Ja. Ja, und ich kam, wurde dann ausgesucht dann durch unseren Kommandeur, der ging dann durch die Reihen, wie wir da angekommen waren, hat gefragt, was für Beruf und so weiter. Hat er gesagt, rechts raus, du kommst zu mir in der Aufklärungskompanie. Und dann bin ich in der Aufklärungskompanie gekommen. Und dann war ich auch in dieser Aufklärungskompanie bis einen Tag vor der Invasion, also bis 3-4 Tage, wie die Invasion lief. Wir haben nämlich dann Aufklärung gefahren und innerhalb von 2-3 Tagen waren wir schon so aufgelöst oder so viele Tote, Ausfälle gehabt, dass unsere Kompanie dann schon aufgelöst wurde und wir wurden verteilt auf die Bataillone. Mhm. Aber vorher wolltest du erst noch mal wissen, wie das war, wo da eine Fahnenflüchtige erschossen wurde. Ja, das wollte ich sagen. Ihr seid ja dann vereidigt worden oder und dann an die Front gekommen. Ja, ja. Also wir sind vereidigt worden und waren ja noch in unserem Lager in Belgien. Ja. Ja, das war schon in Frankreich. Mhm. Von Belgien, vom Truppenübungsplatz sind wir nach Frankreich verlegt worden, in der Normandie. So. Und, ja, und nach der Vereidigung, und bevor ihr dann direkt in den Fronteinsatz kam, kam ja dieses besondere Ereignis. Noch, ja, nicht? Das war ungefähr so 1 oder 2 Tage vor der Invasion. Da wurde ein Kamerad von uns, der fahnenflüchtig war, erschossen. Da wurde dann ein Loch gemacht, der musste sich an so einen Pfahl hinstellen vor dem Loch. Und wir, 1. Bataillon, 2. Bataillon, 3. Bataillon, mussten nur hier zugucken, wie der eine erschossen wurde. So, das war so, sollte Abschreckung sein für die ganze Division, dass keiner sowas macht, also fahrenflüchtig wird und so weiter. Also das Gleiche habe ich auch erlebt. Und dann, ich will noch zum Schluss erzählen noch. Und dann ging es rechts rum. Und das ganze Regiment, ja, das war vom Regiment her, das ganze Regiment marschierte über das Loch, wo der jetzt verbuddelt eingebuddelt war. War für uns natürlich sehr komisch. Na, ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt. Ich ging ja mit Volkssturmmännern, darüber spreche ich nachher noch, an die Front. Und bevor der erste Einsatz war, passiert bei uns das Gleiche. Wir gingen in ein Waldstück und standen im Karree angetreten. Die Volkssturmmänner waren alle so um 50, 60 Jahre alt und nur dürftig ausgebildet. Und dann kamen die Kettenhunde, das ist ja auch ein Begriff, nicht? Das war die Militärpolizei damals. Die führten einen Mann in die Mitte.
Und dann kam ein Gerichtsoffizier und hat ein Urteil verliehen, dass der zum Tode verurteilt ist. Und der durfte noch eine Zigarette rauchen. Und dann wurde er erschossen. Und das Urteil, das verlesen wurde, lautete, der Mann hatte an seine Frau einen Brief geschrieben, in dem stand, der Krieg muss ja nun bald zu Ende sein. Und das wurde als Defätismus aufgeführt, als Zersetzung der Heimatfront und schlechte Nachrichten und so weiter. Und das war für die Volksstimmung auch abschreckend. Wenn ihr nicht pariert oder nicht spurt, dann werdet ihr erschossen. Und das war ja so, damals wurden ja eine Menge Leute erschossen, nicht nur wegen Fahnenflucht, auch wenn ein Offizier ohne Befehl seine Stellung aufgab, der wurde ja sofort erschossen oder aufgehängt. So, und wie ging das denn bei dir weiter? Ja, das war ein Tag später, wo ich jetzt erzählte, wo der Kamerad da erschossen wurde. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren, in die Quartiere, Waffenreihe. Es hat geregnet den ganzen Tag, auch zur Zeit der Erschießung da. Waffen waren nass und alles, Waffenreinigen, das ging bis der Nacht um 12 Uhr eins, bis wir zu Hause waren. Und dann haben wir uns hingelegt, wir waren ja hundemüde. Zu Hause, und auf einmal um 4 Uhr sowas kam der Ordonnanzoffizier rein und machte uns alle wach. Aufstehen, aber in einem gemütlicheren Ton, als es vorher war, wo eine Übung war. Ja. Also wir haben schon so gemerkt, da stimmt was nicht. Aufstehen, fertig machen, Alarm, die Amerikaner sind gelandet in der Normandie. Und wir waren ja damals ungefähr so 70 Kilometer von der Küste, lagen wir weg. Ja, und nun ging das alles fertig machen, Klamotten zusammenpacken und alles verstauen auf unseren Fahrzeugen. Und dann ging der Mordmarsch los zur Küste. Und auf dem Marsch zur Küste, ich will nicht sagen ein Fünftel oder ein Sechstel an Fahrzeugen und Mannschaften haben wir schon verloren durch die Tieflieger. Denn als wir losmachten, dann waren die Jabos da. Immer, die waren ja immer da, auch wenn schlechtes Wetter war, waren die auch da. Und die haben direkt mit uns so Katze und Maus gespielt. Ja, von unserer Luftwaffe war ja kaum etwas zu sehen in Frankreich. Die deutsche Luftwaffe war nicht da. Haben wir nie gesehen, keinen Tag, dass deutsche Flieger da waren irgendwie. Naja, und auf dem Marsch jedenfalls, bis wir an KN reinkamen, das war die Hafenstadt, die im Zentrum dieser Invasion da lag. Bis wir da rankamen, haben wir schon einen Großteil von unseren Einheiten verloren gehabt, ja. Aber nun ging der Kampf da oben erst richtig los. Uns gegenüber lagen kanadische Divisionen, was, wir wollen mal sagen, auch faire Soldaten waren, aber es wurde eben hart gekämpft auch um sein oder nicht sein. Und wir waren damals so, irgendwie haben wir haben viele Tote gesehen, aber wir selber haben keine Angst gehabt vom Tod. Irgendwie, das war, ob das an der Erziehung, die wir vorher hatten, durch Jungvolk oder sowas, dass sich das so eingeprägt hatte, aber dass wir mal tot gehen können, obwohl wir so viele Tote gesehen haben, da haben wir nie dran gedacht. Und das hat auch keiner geglaubt, denn es sind ja nachher im Laufe der Invasion die Gefechte, die wir da mitgemacht haben, da haben sogar dann also englische Generäle oder amerikanische Generäle gesagt, also sowas haben sie noch nicht erlebt, dass so eine jungen Leute wie wir waren, so eine Division, solche harten Kämpfer sind. Ja, also die haben sich an uns. Das ist interessant, mal zu hören. Ihr wart ja als Hitlerjugend bezeichnet, eure Division. Ja. Und die Amerikaner haben gesagt, das sind die Milchreis-Bubis. Das ist die Baby-Division. Nicht, da wird wohl nicht, also da könnt ihr so im Handumdrehen, das wird eine Kleinigkeit sein. Und dann schreibt ein amerikanischer General, Ian Baxter, der schreibt über den Kampf in der Normandie nahe KM. Das ist ja das Gebiet, in dem ihr eingesetzt war. Viele alliierte Soldaten waren geschockt, als sie diese Soldaten, die fast noch Kinder waren, in SS-Uniform sahen. Es war ihr erstes Zusammentreffen mit Hitlerjugendgeneration. Und ihr wart ja sowieso eine besondere Einheit und wurdet auch als Jugendliche behandelt, noch in der SS, und habt ja dann noch keine Zigaretten gekriegt.
weil ihr nicht erwachsen wart. Ah, ja. Ihr habt Süßigkeiten gekriegt und morgens Milchsuppe. Also das war eine, auch von der deutschen Seite her wurdet ihr entsprechend eingeschätzt. Ja. Der Journalist Chester Wilmot bemerkte, dass die Soldaten dieser Division, die diesen Abschnitt hielten, mit einer Standhaftigkeit und Brutalität kämpften, die in diesem gesamten Feldzug selten erreicht und nie übertroffen wurde. Nicht? Das heißt also, ihr wart ja begeisterte Soldaten, wir waren ja alle schon in der Hitlerjugend waren wir ja begeistert. Als der Krieg anfing, haben wir ja noch für Prien und für diese Leute geschwärmt, nicht? Dass sie sehr schnell kaputt gegangen sind. Darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht. Und ich erinnere mich an meine Lehrzeit 1941, da fing der Marsch auf Russland an und da hatten wir ja große Erfolge am Anfang. Da trafen sich morgens alle, die Beamten und auch die Lehrlinge, trafen sich im Flur. Da war eine große Landkarte von Russland und da steckten die Älteren, denn die Fähnchen, so wie wir vorwärts marschierten, da ging es ja nur vorwärts am Anfang, nicht bis zum Winter. Ja, aber ich möchte auch noch mal dazu sagen, dadurch, dass die Begeisterung und die Einsatzbereitschaft von uns jungen Leuten damals so war, weil wir auch die Unterführer oder die Offiziere, die wir hatten, die waren auch Vorbilder, ja, also die waren, da war keiner hinten, wo man sagen, der Dreck am größten war, waren die auch da, ja. Ja, die waren also genauso begeistert wie ihr. Ja. Auf die, und die waren ja auch noch junge Männer. Ja, die waren ja auch alle um der 30 damals rum, ja. Ja. So, und wie ging das denn weiter? Ihr habt den KN gekämpft? Ja, dann ging das ging ja dann durch ganz Frankreich durch, immer rückzugsmäßig, die Division war bald zusammengeschmolzen zu einem kleinen Haufen. Dann gab es keine Kompanien mehr, keine Bataillone. Dann gab es Kampfgruppen, nannten wir uns dann. Und die Kampfgruppe, die wurde genannt nach dem Offizier, der sie führte. Ja. Wenn da meinetwegen der Hauptmann da Müller hieß, da hieß es Kampfgruppe Müller. Ja. Ja. Und so ging es eben weiter. Übergang bei Rouen über die Seine, sind wir über die Seine gemacht, bei Nacht und Nebel. Ja. Und da waren wir schon noch ein kleiner Haufen, bis nach Belgien rein. Unterwegs haben wir viel zu tun gehabt mit Partisanen, die uns auch viel zu schaffen gemacht haben. Ja, ich möchte mal nochmal den Baxter zitieren. Die Hitlerjugend wurde in die Normandie geschickt, um sich im Kampf zu beweisen. Aber für allzu viele dieser jungen, treuen Menschen wurde die Normandie nicht zur Generalprobe, sondern auch zum Grab. Auch später fielen Hunderte von ihnen, als sich die deutschen Kräfte vor den alliierten Panzern zur Reichsgrenze zurückkämpften. Ende August 1944 war die Schlacht in der Normandie zu Ende. Die Panzerdivision war nur noch ein Schatten jenes Verbandes, der etwa 10 Wochen zuvor so zuversichtlich in die Schlacht gezogen war. Als sie sich Anfang September bei Ivoire über die Maas zurückzogen, bestand sie nur noch aus 600 Mann. Mitte September wurde die erschöpfte Division zur Auffrischung nach Deutschland verlegt, um sie für ihren Einsatz an der Ardennen-Offensive vorzubereiten. Also hier wird das ja gesagt, wie die Situation bei euch war und welche hohen Verluste ihr hattet. Ja, ich sage, eine kriegsstarke Division, wir waren ungefähr 22.000 Mann. Ja. Davon sind wir innerhalb von den drei Monate, Juni, Juli, August, September, sind wir nach Deutschland reingekommen, rückzugmäßig. Da kamen wir nach Deutschland mit 600 Mann. Ja, also muss man sich überlegen, von den 22.000 sind 600 Mann überwiegend. War natürlich Großteil in Gefangenschaft, Großteil gefallen, also ich möchte sagen, sind mehr gefallen, als wir in Gefangenschaft kamen. Und dann waren ja viel noch in Lazarette und vermisste Lazarette waren ja auch viel. Ja, mit diesem Haufen, mit 600 Mann sind wir nach Deutschland gekommen. Und nach kamen ja wieder, die genesen waren, aus den Lazaretten kamen. Wir lagen damals wieder zur Neuaufstellung im Gebiet um den Dümmersee, also Oldenburg, Bremen, so. Da wurden wir da neu aufgestellt. Neue Kompanien, eben alle Kompanien aufgefrischt. Ja, und von da aus wurden wir wieder verlegt in die Eifel, also in den Raum Köln. Ja.
Und schon in Vorbereitung auf die Ardennenoffensive, ja. Ja, und wie, als die Ardennenoffensive losging, da erinnere ich mich noch, ungefähr um 4 oder 5 sollten wir angreifen. Aber in der Nacht um 2 hatten wir noch kein Benzin. Das heißt, der Benzin, die Benzinzufuhr, die war ja ganz schlimm. Ja. Da kam ja so ein großer Lastwagenkonvoi, der kam angerollt in der Nacht um 2. Und dann wurde schnell das Benzin verteilt auf die gesamten Fahrzeuge. Das meiste haben die Panzer gebraucht. Ja, und also interessant ist ja in dem Zusammenhang, dass die Amerikaner da auch starke Truppen eingesetzt hatten. Für die war ja wichtig der Hafen Antwerpen, ja, weil sie über Antwerpen ihren Nachschub kriegten. Ja. Und soweit ich mich erinnere, aus unserem Vorgespräch, habt ihr ja die Reserven gefunden, die die Amerikaner angelegt hatten für ihre eigenen Truppen. Große Benzinlagerstätten. Ja. Ah, ja. Nicht? Habt ihr euch da bedient? Oder? Ja, unsere Heeresleitung, die ist ja davon ausgegangen, dass wir das, wenn wir vorrücken, dass wir das erobern und tun uns damit auffrischen. Ja. Ja, und von unserem Panzerregiment, der Oberführer, der geführt hat, Piper, der ist ja mit dem Panzer vorgestoßen bis kurz vor Lüttich. Ja. Aber dann war der Sprit alle, haben die Panzer stehen lassen, gesprengt, mussten aussteigen und das war's. Ja. Na, das war ja überhaupt die Katastrophe. Die Ardennen-Offensive sollte ja nochmal Stimmung machen. Ja. Ich erinnere mich, ich war ja damals in der Griechenschule und das war ja so Mitte Dezember ging das los mit der Ardennen-Offensive. Und da haben wir gedacht, aha, jetzt gibt es doch nochmal eine Wende und der Führer hat vielleicht doch noch Reserven. Und Goebbels hatte ja damals, ich glaube, das war da schon, gesagt, unsere jungen Leute, wir haben neue Divisionen aufgestellt, die gehen in die Schlacht wie in einen Gottesdienst. Nicht? Ja, ja. Und wir haben dann noch relativ gemütlich Weihnachten gefeiert und dann kamen wir mit Volkssturmmännern an die Front. Ja. Und das war auch eine große Katastrophe, denn die Volkssturmmänner waren ja unausgebildete Leute. Ja, ja. Nicht? Die sie da so zusammengezogen hatten und die haben einmal geschossen, haben alte Gewehre gekriegt, ja, 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 die wir mal erbeutet hatten im Ersten Weltkrieg. Ja. Und ob die das nun richtig konnten oder nicht, spielte gar keine Rolle. Ja. Unsere Leute wurden allerdings eingekleidet in Wehrmachtsuniform, nicht so, dass wir als Wehrmachtseinheit galten. Während sonst der Volkssturm ja teilweise in Zivil, das sieht man ja noch in alten Filmaufnahmen in Zivil und mit dem Gewehr losmarschiert. Aber die wurden meistens nur zum Schanzen eingesetzt, während wir in Kampfeinsätze gingen. Ja. Ja, zur Ardennenoffensive, da möchte ich noch mal was sagen. Wir haben ja immer noch gewartet, es wurde ja immer noch geredet, die Wunderwaffe. Wir haben noch eine Wunderwaffe, die eingesetzt wird, dann können wir den Krieg noch gewinnen oder was. Und es war ein Tag. Die Jabos, die waren ja immer da, die Amerikaner, die Engländer, der Himmel war ja voll. Und den einen Tag, da wurden diese neuen, es gab dann schon Raketenjäger, die diesen Tag mal eingesetzt wurden. Ich glaube, das waren alle, die Deutschland damals zu diesem Zeitpunkt gehabt hatte. Und da sind die Amerikaner ja runtergeputzelt, die wurden abgeschossen wie die Fliegen, die Amerikaner. Ja. Und da haben wir gedacht, in unserem jugendlichen Leichtsinn, na, jetzt, also wenn die Luftüberlegenheit weg ist von denen, dann gewinnen wir vielleicht nochmal den Krieg, ja. Ja, aber das war, die Produktion dieser Flugzeuge war ja ganz gering, das waren die ersten Versuchsflugzeuge. Das war den einen Tag und dann war wieder Schluss, dann haben wir nichts mehr von deutschen Flugzeugen gesehen, ja. Ja, interessant ist es in diesem Zusammenhang auch noch, dass die V1 versuchsweise dann auf London geschossen wurde, nicht? Ja, ja. So, das war, da hatte man auch gedacht, Ardennen-Offensive und die neuen Jabos von uns und dann die V1, also jetzt kommt ja groß, jetzt kommen die Wunderwaffen, jetzt geht's los. Ja, ja, ja. Aber es war nicht so. Ja. So, und wie ging es dann weiter mit euch in Ardennen-Offensive? So, das war die Ardennen-Offensive. Hatten wir natürlich auch große Verluste dadurch, dass Großteil unausgebildet waren, also die Division war nicht mehr die Normandie
gekämpft hat, sondern dadurch waren die Verluste auch sehr hoch. Ja, ihr habt ja auch Versprengte gekriegt, nicht? Also alles, was so aufgegriffen wurde unterwegs, wurde zur Auffrischung und dann waren zur Verstärkung. Doch mal viele große Kämpfe von uns, die unsere Division machte, in der Gegend von Bastogne. Bastogne war solch ein Mittelpunkt, den die Amerikaner hatten, der sollte unbedingt genommen werden, von uns auch mit hohen Verlusten drum gekämpft, aber es hat eben nicht geklappt. Mhm. Und bevor die Ardennen-Offensive zu Ende war, wurde unsere Division aus diesem Abschnitt herausgezogen. Das war dann im Januar 1945. Und wir kamen zur Neuauffrischung ins Finntrop ins Sauerland. Dort wurden wir wieder aufgefrischt mit neuen Leuten, Kompanien wieder neu aufgestellt und von da aus wurden wir dann verladen und kamen nach Ungarn an den Plattensee. Ja. Und dort sollten wir die russische Offensive, die Russen sind da schnell vorgekommen in Ungarn, die sollten wir dort stoppen. Mhm. Aber das haben wir nicht geschafft, dazu waren wir zu wenig, also die Truppen, die dort waren. Hattet ihr denn noch genügend Panzer? Naja, ach, das war bloß ein Bruchteil. Ja. Also die Division, kannst du sagen, die hatte vielleicht noch 14 Panzer, ja. Wo wir sonst 90 oder 100 gehabt haben früher. Ich erinnere mich an ein Buch von Rudel, das war ja der berühmte Stuka-Flieger, der mit Göring sprach. Und da hat er Göring gesagt, wie die Stärkemeldung vieler Divisionen zustande kam. Da plante Hitler wieder einen Angriff irgendwo im Osten an der Ostfront und hat die Division gefragt, wie stark sie denn sind. Und da haben die Kommandeure gesagt, naja, also unsere Panzerdivision hat noch 300 Panzer. Und Göring hat dann nachgefragt und hat festgestellt, dass von den 300 Panzern nur 50 einsatzfähig waren. Ja, also wurden die Meldungen von den Kommandeuren, die sie an Hitler abgaben, schon manipuliert und stimmten nicht mehr mit der tatsächlichen Situation überein. Aber wie gesagt, das Problem nach Ungarn war genauso, wir hatten gerade so viel Benzin, dass wir auf die Eisenbahnlohren raufkamen mit unseren Fahrzeugen. Und als wir in Ungarn wurde abgeladen, dann standen wir erstmal da, haben gewartet, dass wir Benzin kriegen, ehe wir da in die Orte kamen, wo wir hin sollten, also in das Gebiet, wo wir angreifen sollten. Ja, das war genauso. Und da war auch schon so im Februar, Anfang März, durch Schlamm, das war wie das so in Russland üblich ist, so war das schon in Ungarn, dass man da doll mit dem Schlamm zu kämpfen hatte. Jedenfalls das Ende in Ungarn habe ich nicht erlebt. Ich bin ja dann Anfang März von Ungarn weggefahren mit 6 Kameraden hier nach Deutschland mit einem LKW. Wir sollten hier, das war auch so ein Unsinn, dass wir nie wieder da unten ankommen, musste unsere damalige Leitung auch wissen. Wir sollten hier nach Deutschland und wir hatten hier im Raum Schleswig-Holstein viel Schützenpanzerwagen, LKWs, die in Reparatur waren von der Invasion-Ardennen-Offensive. Und die sollten wir zusammenholen und dann wieder runter nach Ungarn. Aber in der Zeit ist in Ungarn schon die ganze Front zusammengebrochen, mussten zurückweichen, die waren ja mittlerweile schon in Österreich. In Österreich, das will ich mal noch vorne wegnehmen, ehe ich meinen Gang da weitererzähle, die Übermacht war dann so groß von den Russen in Ungarn und wie unsere Division nach Österreich reinkam, hat sich unser Kommandeur entschlossen, sich den Amerikanern zu ergeben. Und dann hat sich unsere Division mit den Sachen, die noch da waren, Panzer und so weiter, den Amerikanern ergeben. Sie waren darüber nicht sehr erfreut, aber sie haben dieses Kapitulationsangebot angenommen, so dass eben der Rest der Division in amerikanische Gefangenschaft kam. Na, dadurch hat euer Kommandeur euch eigentlich gerettet. Ja, endgültigen Vernichtung, ja? Ja. Und wir waren dann hier in Deutschland und bevor wir hier hochkamen, zu unseren Fahrzeugen zusammenzuholen, fuhren wir durch Braunschweig und in Braunschweig
wurden wir aufgehalten von so einer Militärkontrolle da und höhere SS-Polizeiführer, was da alles war. Wo wollten die hin? Ja, haben wir gesagt, wir wollen da und da unsere Fahrzeuge zusammenholen und dann wieder runter nach Ungarn. Haben die gesagt, ihr kommt nicht mehr nach Ungarn. In Ungarn ist die Front zusammengebrochen. Ihr macht jetzt hier mit bei Kampfgruppe Mitte, nannte sich das. Mhm. Naja, und da haben wir, wie wir bei dieser Kampfgruppe waren, haben wir natürlich schon gewusst, der Russe, der war ja schon, Berlin war schon genommen, ja. Halb Mecklenburg war besetzt. Und wir haben uns dann abgesetzt mit unserem LKW und haben versucht nach Dänemark. Dänemark war damals noch unbesetzt, also waren noch deutsche war noch Truppen in da. Hand. Ja, und haben uns auf den Marsch gemacht. Und wie wir durch, waren wir in der Nähe von Schwerin, wie wir durch Bad Kleinen fuhren, kamen englische Fallschirmjäger, haben uns da in Gefangenschaft genommen. Wir paar konnten uns ja nicht wehren. Naja, Waffen abgeben, wie das alles so war. Und dann kamen wir in ein großes Gefangenlager in Schwerin, am Schweriner See. Ja, und das war, ja, da waren wir ungefähr so 14 Tage, es, Tag und Nacht draußen. Es war ja schönes Wetter, Anfang Mai 1945 war es sehr schön. Aber wir wurden dort auch wieder aussortiert von der Waffen-SS, sollten wir uns alle melden, die bei der Waffen-SS waren. Und dann hat man uns von da nach Hamburg transportiert, ins ehemalige KZ Neuengamme. Mhm. Da waren wir aber nicht lange und wurden dann wieder nach Munsterlager, nach dem großen Truppenübungsplatz Munsterlager gebracht. Dort waren wir auch einige Zeit, dann haben sie wahrscheinlich erstmal überlegt, was sie mit uns machen sollen. Und dann wurden wir verladen, wir wussten aber nicht, wohin es ging, und dann wurden wir nach Belgien gebracht, in ein großes Kriegsgefangenlager. Das war schon zum Ersten Weltkrieg, war das schon Kriegsgefangenlager. Naja, und auf dem Marsch von der Bahnstation, wo wir ausgeladen wurden, bis auf den Berg, wo das Gefangenlager war, da haben die Belgier auch schon ein paar Kameraden aus der Reihe rausgerissen, totgeschlagen. Also es war tolle Situation für uns. Na, das war ja so, also ich war ja im Osten, also in der, an der Ostfront, und da marschierten die Russen ja immer schneller vorwärts. Und wir haben, als wir hörten, es geht dem Ende zu, da habe ich gesehen, dass mein Bataillonskommandeur, der ja ein Auto hatte, sich ins Auto gesetzt und abgehauen ist. Und da habe ich dann auch gesagt, also komm Freunde, jetzt können wir auch gehen. Ah, ja. Und dann hatten die Russen, das war ganz geschickt gemacht, die Parole ausgegeben oder verstreut, der Amerikaner ist in Königgrätz, das war ja in der Tschechoslowakei. Und da war meine Idee, jetzt unsere Flucht nach Königgrätz, dann Elbkahn und dann bis nach Magdeburg schippern. Ja. Und dann ist der Krieg vorbei. Das klappte aber nicht. Ja. Ja? Und meine Kameraden, mit denen ich meine Grundausbildung gemacht habe, die sind an der Eismeerfront geblieben. Da war ich ja als Soldat und auch als Unteroffizier. Und bloß ich habe den großen Fehler gemacht, damals, aber ich war ja auch begeistert, wie wir alle. Meine Kameraden, die da oben geblieben sind, unser Frontansatz war ja auch sehr schwer. Denn wir hatten da im Winter, wir hatten 40 Grad minus da oben und lagen dann in irgendeinem Bunker oder so, nicht? Und da haben dann den Blizzard, diese Eisstürme erlebt und sowas. Und ich lag mit meiner Kompanie, wir waren so auch so eine Art Infanterieschutz für die Tirpitz. Das war das letzte große Schlachtschiff, das da oben im Altafjord lag. Ja. Und in die Kriegsgefangenschaft, das klappte also nicht mit Königgrätz. Und als wir dahin marschierten, war ja warm, wie du richtig sagst, da wurden die nicht mehr mit konnten, wurden von den Russen erschossen. Ja. Ja. Und in Königgrätz hat der Russe alle kassiert. Da hat er also ein riesen Lager aufgemacht, schon mit den deutschen Kriegsgefangenen, ja, die da flüchten wollten. Aber es klappte ja alles. Ja. So, ich war jetzt in Belgien gelandet. Da waren wir eine kurze Zeit. Da kriegte ich Ruhe und Darmtyphus, habe mich aber davon dann erholt. Mir ging es danach wieder ganz gut. Und von da aus kamen wir nach England. Na, das war ja ein Unterschied zu uns. Ja, und schon, das war für uns natürlich wie
Schlaraffenland. Ja, wir kamen dann von da aus erstmal nach Antwerpen in so ein ehemaliges Fort, was da im Weltkrieg gebaut worden war. Da waren wir vor ein paar Tage und dann kamen wir auf den Dampfer, auf ein Schiff. Und das war so wie so ein Kesseltreiben. Wir kamen auf Schiff, einer dahin, einer runter, einer oben. Ich hatte mit meinem Kumpel, der hatte unser ganzes Verpflegung gehabt da. Ich hatte Kinder, der hatte die. Ach, die größte Angst war jetzt hast du nicht mehr zu essen. Der ist woanders mit seinem Beutel, mit Essen. Aber wir haben uns nachher alle wieder zusammengefunden und wurden dann auf dem Schiff ganz bombig verpflegt, ja, wie als wenn man so einen Ausflug macht, ja, mit dem Essen und so weiter. Ja, dann fuhren wir bis nach London, also in London rein, in den Hafen, Tilbury ist der Vorort. Und dort wurden wir ausgeladen, da gehörte ein großer Bahnhof zu. Und dann stand da ein gepolsterter Personenzug auf dem Bahnsteig, großer Bahnhof. Und da habe ich zu meinem Kumpel gesagt, Mensch, wenn wir erstmal hier in solche Wagen wieder fahren, dann geht es uns wieder besser, dann sind wir zu Hause. Ja, und im nächsten Wagen, schupf, schupf, mussten wir rein. Und dann saßen wir in der gepolsterten ersten Klasse da. Die englischen Soldaten, die haben uns gleich bedient, die brachten uns Tee, die brachten uns Biskuit hier, so eine Kekse, sowas zum Essen. Jedenfalls, wir im Paradies. Wir sind im Schlaraffenland. Ja, ja. Und von da aus ging es dann hoch nach Manchester. Und in Manchester kamen wir dann auch in ein großes Gefangenlager, was schon im Weltkrieg ein Gefangenenlager war. Ja, und von da wurden wir dann wieder aufgeteilt. Ich kam dann wieder hier runter nach Südengland. Und zwei, drei Lager habe ich da auch durchgemacht, wo ich dann war. Aber es war mehr oder weniger für uns eine schöne Zeit. Mhm. Nein, ich war jetzt mit unserer Schwiegertochter, waren wir vor 3 Jahren in England. Er sagt, Opa, wir fahren da mal hin, wir gucken mal da, wo du überall warst. Ja, wir haben ja vieles da auch gesehen und ein bisschen was wiedererkannt, aber so richtig die Lager, wie sie damals waren, das konnte man nicht mehr erkennen, was das war und so, ja. Du warst ja insgesamt 2 Jahre im Krieg. 45, ja, und 48 nach Hause gekommen. Ja, und das schreibst du ja auch vom 17. bis zum 19. Lebensjahr. Ja. Und bei mir war es so, ich war ja 6,5 Jahre, einschließlich russischer Gefangenschaft, 4,5 Jahre alleine russischer Gefangenschaft. Und das war natürlich grausam im Gegensatz zu euren. Ihr durftet mit der englischen Bevölkerung Kontakt haben, während wir, bei uns wurde ja, wie das auch zu DDR-Zeiten war, mit den Russen keinen Kontakt haben. Ja. Und ihr konntet Englisch lernen und hier war Russisch lernen verboten, weil ja da Fluchtgefahr bestehen konnte und sowas. Also es gab bis 1947 gab es ein Fraternisierungsverbot. Das heißt, wir durften uns nicht mit englischen Frauen oder Mädchen abgeben. Ja. 1947 wurde das gelockert. Wenn wir dann Ausgang gehabt haben, konnten wir mit den Mädchen auch ein bisschen rumschäkern da. Oder es haben auch viele von uns dort, die Heimat verloren haben, mittlerweile erfahren haben, Heimat verloren haben, die da aus Ostpreußen oder wo waren, haben auch etliche geheiratet, nette englische Frauen kennengelernt und haben dann da geheiratet. Ja, das war ja, praktisch waren ja normale Zeiten für euch, mehr oder weniger. Ihr wart zwar kaserniert untergebracht, aber sonst konntet ihr euch frei bewegen. Und die Engländer haben euch ja auch nett behandelt. Ja. Nicht wahrscheinlich auch die Privatpersonen. Wenn ihr mit den Mädchen rumgeschickert habt, war das ja ein gutes Verhältnis. Nicht? Ja, ja. Sonst passiert sowas. Das war ein Teil der schlechten Zeit. Nach dem Krieg haben wir da gut verbracht. So, und du hast noch etwas berichtet während der Kämpfe und so weiter und Abschluss. Da hat dein Spieß dir mal einen Auftrag gegeben. Du hattest keinen Urlaub gehabt. Ja, und der hat das ist noch eine interessante Episode. Mal erzählen, wir haben mit unserer Soldatenuniform als Soldat haben wir keinen Urlaub gekriegt, waren wir noch nie zu Hause bei unseren Eltern. Und da hat mein Zugführer, mit dem ich da zusammen war, der hat gesagt, Gerhard, wenn wir hier die Scheiße überstehen und kommen nach Deutschland, ich sorge dafür, dann kommst du nach Hause, kannst du zu deinen Eltern fahren. War Urlaubsverbot
Und er machte das mit uns, das Spieß klar. Wir lagen damals in der Gegend von Köln. Und dann sorge ich dafür, dass du nach Hause. Haben sie mir einen Dienstreiseausweis ausgeschrieben nach Kreuzberg, wo das ist die Kreisstadt, wo ich zu Hause war, wo ich auch gelernt habe. Und naja, dann ging das los. Bin ich losgefahren, Breslau, und in Breslau ein bisschen Fronturlauber nach Breslau von Köln und von Breslau umgestiegen, Personenzug. Das war die Strecke jetzt, die runter nach Gleiwitz-Beuthen ging, von Breslau. Und wir wohnten da an dieser Strecke. Kurz vor meiner, ich war in Schmatt in einem Dorf, kurz vor Kreuzberg, vor unserer Kreisstadt zu Hause. Kurz vor Schmatt kam eine Heereskontrolle durch den Zug, ein Hauptmann und ein Feldwebel. Dienstausreise vorzeigen, sowas, damit keiner da schwarz da Urlaub macht oder so. Ich habe meinen auch vorgezeigt und da hat er gesagt, wir sind in Kreuzberg stationiert, aber in Kreuzberg gibt es keinen Heereskraftfahrpark, wo du jetzt Sachen abholen kannst, was hier auf deinem Schein steht. Ja, das wurde ja nicht als Urlaub deklariert, sondern du hattest einen Auftrag, Ersatzteile zu holen. Und der hat nicht gestimmt, ja. Das haben sie mir bloß aufgeschrieben, die haben gefunden, der Spieß sagte, wo bist denn du zu Hause, in Kreuzberg, ach, warte, da schreiben wir Ersatzteile abholen von Kreuzberg, Heeresberg, war aber keiner. Und da sagte er, kurz vor Schmatt, vor meinem Heimatort, der hat er auch angeguckt, sagte, und du bist in Schmatt zu Hause, sehe ich gerade hier auf deinen Ausweis. Sag ja, sag mal ehrlich, war ein alter Hauptmann, ja, so. Du willst mit dem Ausweis ein bisschen Urlaub machen zu Hause. Ja, was sollte ich sagen? Habe ich gesagt, ja. Sagte, eigentlich müssten wir dich jetzt sofort raussetzen, zurück. Aber sagte, deine Dienststelle kriegt doch einen reingewirkt. Habe meine aufgeschrieben, sagte, kannst nach Hause fahren. Da kam er so ins Gespräch, der Alte, wie lange ich Soldat bin, noch nicht zu Hause. Hat er so ein bisschen Mitleid. Der war da, zu väterlich eingestellt. Lass den fahren. Und jetzt kam ich nach Hause. Mein Vater war auch Soldat, aber zu der Zeit war er schon zu Hause, als mein Vater war bei der Polizei. Ja. Und wie ich nach Hause kam, da war mein Vater auch zu Hause. Und da sage ich, so und so ist mir passiert. Ich wäre bald hier rausgesetzt worden von der Zugstreife. Ein alter Hauptmann und Feldwebel. Aber die waren so gütig und haben mich hier fahren lassen. Aber meine Einheit soll doch einen reinkriegen. Und er sagte, na, warte mal, sagte, ich fahre gleich nach Kreuzberg mit dem Hauptmann. Haben wir öfter eben getrunken zusammen in Kreuzberg, auf dem Bahnhofslokal oder so. Ja, mein Vater ist hingefahren, aber es wäre an meiner Einheit auch nicht gekommen. Man ist auch nicht hingekommen, wie ich wieder zurückkam. Ja. War ich jedenfalls ein paar Tage zu Hause. Das war nochmal im November 1944, ja, ja. Also kurz vor der Rundstadtoffensive, ja. Es gibt noch eine interessante Sache, die wir erwähnen können. In russischer Kriegsgefangenschaft, wo ich war, da war es so alle 4 Wochen wurde unser Gesundheitszustand kontrolliert. Und da mussten wir unbekleidet, also nackt, an einer russischen Ärztin vorbeigehen. Die kniff uns den Hintern und dann mussten wir die Arme hochheben. Und dann wurde festgestellt, ob arbeitsfähig oder nur schwach arbeitsfähig, je nachdem. Und das Arme hochheben hatte die Bedeutung, SS-Leute auszusondern. Die hatten nämlich alle ihre Blutgruppe unterm Arm tätowiert. Und da wussten die Russen genau, der ist SS und der ist auch SS, weil die auch denn besonders behandelt wurden. Ja. Und da hast du ja Glück gehabt, also wenn du in russische Gefangenschaft kommst, hast Glück gehabt. Ich habe, die SS ist so, wollen wir sagen, dadurch, erstmal, weil sie hart gekämpft hat und zweitens, was dort passiert ist nachher in Russland, diese Morde und alles, das lief zwar unter dem großen Buchstaben SS, aber es war ja nachher der Sicherheitsdienst, das ist sowas wie geheime Staatspolizei oder sowas, die nachdem die Truppen vorbei waren, da gewütet hat und hat diese Ermordung und was da meistens passiert ist,
alles lief unter dem Namen SS und dadurch ist das so verrufen worden. Ja. Ja. Ich will noch ein bisschen was wie meine Blutgruppe. Ich habe keine Blutgruppe. Wir waren in Frankreich und sind mit einem Zug abkommandiert worden in die Nähe von Paris auf den Truppenübungsplatz. Wir haben da eine Lehrvorführung. Unser Kompaniechef hat eine neue Vorschrift ausgearbeitet über Panzernahbekämpfung. Und die wurde bei uns geübt und wir haben die vorgeführt, unser Zug. Vor sämtlichen auf diesen Übungsplatz kamen sämtliche Generäle und Divisionskommandeure der deutschen Wehrmacht, die abhängig waren, dahin und sollten sich das angucken. Und wir haben das da vorgeführt und in der Zeit, wo wir da in Paris waren, kriegte unsere Kompanie die Blutgruppe. Und wie wir zurückkamen, war natürlich, waren wieder weg und so, jedenfalls von der Blutgruppe sprach keiner mehr. Wir hatten sie jedenfalls nicht. Obwohl das eine gute Einrichtung war, ja, nicht, wenn ihr schwer verwundet wart und ihr kamt dieses Lazarett, da brauchten keine langen Blutuntersuchungen, stand fest, die und die Blutgruppe ist da, dann hätte man euch Bluttransfusionen machen können. An sich eine gute Einrichtung. Man wollte das eigentlich in der gesamten Wehrmacht einführen, aber dazu kam es gar nicht. Der Krieg ging viel zu schnell zu Ende für diese. Das hat man angefangen bei uns und auch bei ein paar Fallschirmjägereinheiten haben die Blutgruppe auch gekriegt. Also man konnte da eher errettet werden. Ja, wenn man wenn es schwerer verwundet war, kam es ins Lazarett. Die mussten erst Blutgruppen feststellen. Da vergingen manchmal Stunden. Und so haben die geguckt, das und da konnte man gleich Blut kriegen und so. Das war eigentlich eine schöne Einrichtung. Das müsste man eigentlich insgesamt für die gesamte Bevölkerung einführen. Also auch bei uns, denn bei Autounfällen und so weiter wäre es alles viel leichter, die Leute im Krankenhaus zu behandeln. War besser, als wenn du heute rumläufst mit deinem Ausweis, wo du es manchmal reinmachen lassen kannst. Aber die meisten haben ihn ja ohnehin immer dabei, wenn sowas passiert. So, und wie bist du wieder nach Hause gekommen? Ja, und dann, ich war ja zu Hause in Oberschlesien. Und ich hatte in England eine Entlassungsadresse angegeben an einem Kameraden mit in der Nähe von Breslau. Aber meine Mutter, die hat dann geschrieben, hier von Götzke bei Cesa, hier, wo die hingeflüchtet waren, so, ich könnte ruhig nach Hause kommen. Im Ort ist auch einer nach Hause gekommen, der bei der Waffe das war, und der Russe hatte keinen weggeholt. Naja, zu Hause wollte ich auch gerne, zur Mutter und Vater war noch nicht zu Hause, aber zur Mutter habe ich meine Adresse geändert. Und die Engländer, die haben alle doof geguckt, wie wir das sagte, die haben gesagt, wenn du da hinkommst, die Russen holen euch sowieso weg, ob ihr bei der SS wart oder so. Da jedenfalls, ich bin bei meinem Standpunkt geblieben und bin dann 48, es war hier gerade in der DDR-Währungsreform, bin ich nach Hause gekommen, über Münsterlager mit meinem Entlassungsschein entlassen aus der Waffen-SS Sturmann. Und das ist hier bei uns nichts passiert. Keiner danach gefragt. Kamen wir in so ein Quarantänelager hier bei Coswig, wie wir von England kamen. Und da wurde nochmal überprüft, ob wir keine Läuse haben oder irgendwie ansteckende Krankheiten. Und von da bin ich dann nach Hause gekommen. Du hast jetzt das Stichwort Läuse gegeben. Da gibt es auch eine interessante Begebenheit. Ja, wir von Frankreich zurückkamen, hatten wir schon Läuse. Sie ist ja wochenlang nicht gewaschen und nichts, jedenfalls Läuse. Jetzt kamen wir in weiß noch wie heute, in Attendorn im Sauerland, wir lagen da in der Gegend, mussten wir alle zur Entlausung. Und ausziehen, die Wäsche, die kam extra rein, die wurde extra entlaust, eine große, wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Und wir kamen in einen großen Duschraum und da hatte man uns Kuprex hingestellt, nannte man das damals so, gegen wir sagten damals Sackläuse, wir hatten überall die Läuse herum. Und da hat der Sani uns gesagt, also da steht Kuprex, ein bisschen einreiben hier, wo die Läuse schon gefressen haben und so. Ja, und ich habe zu meinem Kumpel dann gesagt, ich sage, Helmut, wir waren da unter der Tische, hau mal richtig was drauf hier und dann eingerieben hier alles. Ach, und man sollte das ja bloß so aus ein bisschen, ich dachte, mich zerreißt es ja über die Eingeweide hier und dahin, überall alles eingerieben. Und also ich dachte, ich verbrenne, ja, so hat das gebrannt. Zum Glück waren wir nur unter den Duschen, dass wir schnell das wieder abduschen konnten alles, ja.
Aber die Läuse haben wir behalten, bis wir in Gefangenschaft kamen. Also die Läuse sind wir erst losgeworden, wie wir in die Gefangenschaft kamen. Mhm. Bei den Amerikanern waren ja die erste Stelle, die stand da mit ihren Schläuchen und mit ihren Kompressoren da und da kriegten wir vorne Pulver. Vorne rein, ja. Hinten rein, hier. Und die Läuse waren weg. Ja. Das war ein gutes Mittel. Aber du bist doch mal auf Besuch gewesen und hast dann in einem guten Federbett wieder geschlafen. Ja, das war, wie wir von Ungarn kamen, bevor wir hier hinkamen, unsere Fahrzeuge zusammenzuholen. Unser Gruppenführer damals, der die Verantwortung für uns hatte, war in Braunschweig-Alfersdorf zu Hause. Und da hat er gesagt, jetzt fahren wir erstmal nach Hause zu meinen Eltern. Und die Mutter, die hat sich gefreut, ach, die hat alles und nun sollten wir eine Nacht da bleiben. Wir, fünf, sechse, hat die alles zurecht gemacht, Betten rausgeholt, von Nachbarn noch eine Stube zurecht gemacht, damit wir da schlafen konnten, ja. Und wir haben aber nicht verraten, dass wir Läuse hatten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ja auch Läuse, ja. Und wie wir da wegfahren den nächsten Tag, da wird die Mutter eine böse Überraschung erlebt haben, dass überall in den Betten Läuse waren, ja. Aber ich will noch was erzählen, da in die Alfersdorf, wo wir zu seiner Mutter gefahren sind, da haben wir von Ungarn Gefallenenbriefe mitgenommen. Also ich habe es nicht gezählt, aber das war ein ganzer Stapel von Kameraden, die gefallen waren, in Ungarn noch die erste Zeit. Da sollten die Angehörigen benachrichtigt werden. Ja, sollten. Und wir sind in Alfersdorf auf dem Postamt und da hatten die gar nicht so viel Einschreibe auf dem Postamt, wie wir Briefe mit hatten, ja. Hier an Gefallene. Ja. Jedenfalls hat die Postfrau das dann alles erledigt. Aber ich will nur sagen, wenn wir jetzt unterwegs, Tiefflieger waren ja oft da, wenn wir in Brand geschossen wären oder was, die Dinger wären auch verbrannt. Es hätte nie einer von den 40 oder 50 Briefen, die Kameraden, die da gefallen waren, irgendwie Nachricht gekriegt, wo oder wie die gefallen sind. Ja. Mhm. Und so ist es ja vielen passiert. Ja, auch. Ja, ja. Na, ich hatte da auch so ein Erlebnis, als ich die Kompanie übernahm. Das war ganz eigenartig. Wir kamen aus einem schweren Gefecht und waren noch Fahnenjunker Feldwebel. Und da kam auf einmal ein Lanzer an und sagte, Herr Feldwebel, Sie sollen zum Bataillonsgefecht stand. Sind wir hin zum Bataillonsgefecht stand. Und der Kommandeur hat dann gesagt, liebe Fahnenjunker, also mit Wirkung vom heutigen Tage seid ihr zum Leutnant befördert und seid damit Offizier. Meine Herren, sagte er dann, nicht, waren wir ja nur Offizier. Und dann also hielt er natürlich noch eine Rede und sagte, ihr als jungen Sturmleutnants, ihr werdet jetzt das Ruder noch mal rumreißen, aber so war es ja auch nicht. Ne? Also das sind alles so einzelne Episoden, die einem so in so einem Gespräch mal spontan einfallen. Ich möchte noch mal in diesem Zusammenhang noch mal was über Partisanen sagen. Ich habe in Frankreich auch einen Zusammenstoß gehabt, wo wir Kameraden gefunden haben, die wir waren hinten in der Etappe und sind dann nach vorne gefahren. Ein Kamerad mit seinem Kübelwagen und drei Mann, die sind vorne weggefahren, haben sie uns gesagt, ich hatte damals so einen italienischen Fiat, wir wollten wieder vorne an der Front, ihr holt uns sowieso ein, wir fahren schon mal vorne weg. Und an einer Straßenbiegung, wir kommen auch um die Ecke, dann sehen wir den Kübelwagen, auf der Straße stehen Türen auf, alle langsam rangefahren. Unser Kübelwagen vom Partisanen beschossen. Es waren ja überall in der Normandie die Hecken, dass man so schnell die auch gar nicht finden konnte. Wir sind jedenfalls dann rangefahren, haben gesehen, einer war tot von den dreien. Der andere hatte Oberschenkel, Durchschuss und eine Garbe mit der Piep. Und der jammerte schon rum und dachte, nicht verbluten. Alter Haudegen war da. Und der Junge, der hat wie so ein Anfall gekriegt, der vor lauter Angst, der war in unser Auto, saß da in der Ecke eingekauert, so eine Angst hatte der gehabt. Na jedenfalls, wir sind dann zurückgefahren, haben den, der mit dem Durchschuss hat, ins Lazarett gebracht, sind wieder hingefahren und wollten sehen mit der verstärkten Truppe da, Ersatztruppe, ob wir da von den Partisanen etwas erwischen, haben davon nichts mehr gesehen, aber sie waren in der Zeit, wo wir weg waren, nochmal da. Der Unteroffizier, der oder Unterscharführer dann bei uns, der im Graben war, der tot war,
dem haben wir vergessen, die Pistole wegzunehmen, haben sie die Pistole nochmal geholt, wie wir weg waren und ja. Verstärkung holten. So, ich will damit jetzt bloß sagen, wenn wir nur von denen ein oder zwei gekriegt hätten, wir hätten die auch erschossen, als wenn wir die sich an unsere Kameraden vergangen haben. Aber es ist ja meistens. Das war ja eine Kriegshandlung. Ja, ja, meistens ist das so, dass man alles solche Fälle, die so passiert sind, ich will nicht alles über den Kamm scheren, aber vieles wird nicht gesagt, warum. Ich kenne das auch auf der Eisenbahn in den Dörfern, in den größeren, wo die Truppentransporte oder die Nachschubtransporte mit Benzin und so, Verpflegung nach der Front ging. Da haben die Franzosen, die Partisanen, oft die Gleise gesprengt. Mhm. Und dann hat man, ich habe das selbst gesehen, auf verschiedenen Strecken hat man Schilder aufgestellt, wo drauf stand, wenn hier, und das wurde auch mit Plakaten in dem Dorf bekannt gegeben, wenn in diesem Streckenabschnitt nochmal Gleise gesprengt werden, werden 10 Männer erschossen. Mhm. Die haben es trotzdem gesprengt. Und das kann ich nur nicht sagen, ob sie nur der Ortskommandantur dann 10 rausgeholt hat, hat die tatsächlich erschossen. Aber das waren aber Kriegshandlungen. Das waren Kriegshandlungen, also, ja. Man muss das unterscheiden. Ja, aber nicht? Es wurde dann dolle immer schlecht verurteilt, wenn es hieß, ja, aus dem Ort sind 10 erschossen. Aber warum erschossen sind, das hat auch selten einer gesagt. Ja. Natürlich, Krieg ist Krieg. Es wird von jeder Seite schlechte Sachen gemacht. Ja, die haben erschossen und die haben erschossen, unschuldigerweise, oder Gefangene erschossen. Aber ich persönlich habe das nicht erlebt. Also Gerd, ich danke dir für das Gespräch. Es war für mich sehr interessant, ja. Nicht? Und regt ja auch zum Überlegen an, wie schrecklich Krieg ist, nicht? Ja. Und ich habe da ein paar interessante Zahlen. Und zwar hat die der Heinz Konsalik, der Schriftsteller, der ist ja bekannt, der hat in seinem Vorwort zum Bildband Stalingrad, hat der mal aufgelistet, welche Verluste waren. Opfer im Zweiten Weltkrieg. 55 Millionen als Soldaten und Vertriebene als Flüchtlinge, Opfer der Gewaltherrschaft, Opfer des Luftkrieges. In jeder Stunde, in einer Stunde, verloren 1015 Menschen ihr Leben. In jeder Minute verloren 17 Menschen ihr Leben. Also so grausam war der Krieg, nicht? Das ist heute eigentlich fast unvorstellbar, wie die Sache damals war. Und interessant wäre es nun, und wir haben ja schon einige Zahlen gehört, wenn man mal vergleicht, wie stark eure Einheit bei der Vereidigung war und wie viel davon übergeblieben sind. Nicht? Ja. Über die meisten Leute gibt es heute Kreuze auf irgendwelchen Heldenfriedhöfen, die sind nicht zurückgekommen. Ja, ja. Du hast großes Glück gehabt und ich auch. Sehr großes dass Glück, wir das überstanden haben. Ja, ja. So, ich danke dir für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch, war sehr interessant. So, und ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und noch recht lange die schönen Tage genießen kannst. Ja, ich dir auch. So lange Zeit werden wir nicht mehr haben. Also wenn du an die 90 rangehst, ist das schon ganz schön. Ja, wir werden uns bemühen. Ja, ja. So, danke. Ja, danke schön.